Sehr geehrte Frau Hasselfeld, Sie sind heute das erste Mal beim Heimattag in Dinkelsbühl der Siebenbürger Sachsen. Was verbindet Sie mit den Siebenbürger Sachsen? Ich war vor einigen Jahren in Hermannstadt bei Besuch mit Bernd Fabricius gemeinsam und wir hatten dort sehr angenehme, intensive Gespräche, unter anderem damals noch mit dem jetzigen Präsidenten, Herrn Johannes, als er noch Bürgermeister in Hermannstadt war. Und von daher habe ich eine wirklich innige Beziehung zu dieser Landsmannschaft und arbeite mit Bernd Fabricius auch im Deutschen Bundestag gerne und intensiv zusammen. Die CSU misst ja den Ausländern und Vertriebenen traditionell eine hohe Bedeutung bei. Was kann die Politik tun und was können wir tun, um die Kultur der Siebenbürger Sachsen und der Vertriebenen und Aussiedler möglichst lange noch weiterzuerhalten? Wir brauchen in der Tat einen engen Kontakt zwischen Politik und Landsmannschaft und dem Bund der Vertriebenen auch insgesamt. Denn viele in unserer Gesellschaft wissen nicht um das Leid der Vertriebenen. Und zum Zweiten ist die Versöhnungsarbeit und die Aufbauarbeit, die gerade auch die Landsmannschaften in unserem Land seit Jahrzehnten leisten, unserer Unterstützung wert. Die Vielfalt, die kulturelle Vielfalt, das gute gesellschaftliche Miteinander und der Wohlstand unseres Landes hängen ganz wesentlich auch mit der Arbeit der Vertriebenen zusammen. Das muss uns immer bewusst sein. Und deshalb ist es mir auch wichtig, dass Bernd Fabricius auch im nächsten Deutschen Bundestag vertreten ist, denn er ist das Sprachrohr der Vertriebenen und er schildert sehr eindringlich und sehr authentisch die Situation und die Anliegen. Und wir haben sie umzusetzen und ein Stück weit ist uns das in dieser Legislaturperiode auch gelungen. Das haben wir auch jetzt während der Eröffnungsveranstaltung gehört, also auch vielen Dank dafür. Sie ziehen sich jetzt nach fast 30 Jahren aus dem politischen Leben zurück. Ich weiß von Freunden, dass Sie sich für soziale Zwecke ganz arg engagieren. Werden Sie das in Ihrer politikfreien Zeit weiterhin tun? Zunächst einmal haben wir noch einige Monate Arbeit vor uns, wie Sie wissen, und ich bin dann nicht aus der Welt. Ich habe diese Entscheidung ganz bewusst getroffen nach 30 Jahren und in einem Alter, in dem man zwar noch fit ist, aber wo man nicht mehr der Getriebene sein will. Dass ich mich da nicht zurücklehne, ist unbestritten. Was dann auf mich zukommt, wird sich zeigen. Allerdings gilt, wir können nicht als aktive Politiker immer jeden Tag all jenen danken, die ehrenamtlich sich für die Gesellschaft einbringen, sondern ein Stück weit sind wir auch selber gefordert, dann, wenn wir ein wenig mehr Zeit dafür haben, dieses auch einzubringen. Und insofern, daraus können Sie schließen, dass ich mich nicht zurücklehne. Das wird sicherlich ganz viele freuen. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Sie haben vorhin spontan zugesagt, beim Sachsen-Treffen in Hermannstadt dieses Jahr auch anwesend zu sein. Wie kam es denn dazu? Ich habe in der Tat spontan zugesagt. Ich habe den Besuch in Hermannstadt vor einigen Jahren noch in sehr guter Erinnerung. Und wenn ich ein Stück weit dazu beitragen kann, dass ich die Verbindung der Siebenbürger Sachsen hier mit der deutschen Minderheit in Rumänien, aber auch weltweit die Bedeutung der Heimatvertriebenen zum Ausdruck bringen kann mit meiner Anwesenheit dort, dann tue ich das gerne. Denn es ist mir wirklich ein Anliegen, dieses gerade auch in der Zeit, in der wir weltweit so auf ein Miteinander angewiesen sind, auf die unterschiedlichen Erfahrungen der Menschen angewiesen sind, dass wir diese Gemeinsamkeit auch bei so einem Treffen zum Ausdruck bringen. Und deshalb komme ich sehr gerne hin. Frau Hasselfeld, vielen lieben Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Danke Ihnen. Auch, ja? Ihnen auch.